Jetzt also Las Ligas Ladies, die Mannschaft von Jule Brandt und Celina Cerci gegen die Käfigtiger von Dia und Prinz Boateng. Das ist das 1-0. Las Ligas Ladies führen. Dennis Eck. Ja, und da ist er. Das ist das Ding. Und das ist dieser Yeshi. Ja. Ist das ein Fuchs, oder? Ein Torriecher-Tor, ne? Ey, das ist der Instinkt. Und das meine ich, das riechst du, das verlernst du nicht. Ja. Was ist mit deinem Körper? Alles fit soweit? Ja, alles fit. Ihr müsst das sehen. Also sitzt ein Viech neben mir. Also, erstmal Ballgewinn, apropos da Viech. Mo Leitner. Und das lässt sich Mo Leitner nicht zweimal sagen. Klingelingeling. 2-1 für Las Ligas Ladies. Eiskalt vom Tor der Mo. Eiskalt der Mo. Keine Chance für Ionetsko, der bei den Offenbacher Kickers spielt. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir hier mitmachen dürfen bei diesem coolen Event. Boah, Mo Leitner, super schön mit der Hacke gelöst. Mo Leitner schwingt den Zauberstab hier. Degen Mertschan von den Käfigtigern. Und es ist 3 gegen 3. Ein Wechselfehler von Las Ligas Ladies, das ist bitter. Das heißt Strafzeit, 2 Minuten nur noch zu zweit. Die waren mit 4 auf dem Feld. Das wurde gesehen. Ach du Schreck. 2-2. Ausgleich für die Käfigtiger. Es ist die dritte Ecke. Heißt Penalty. Jetzt also die Chance. Las Ligas Ladies hat, glaube ich, das Schlimmste überstanden. Diese Unterzahl im 3 gegen 3 bzw. 3 gegen 2. Sehr, sehr gut gemacht. Ja. Es kommt auch gut an im Chat. Und jetzt Mo Leitner gegen Ionetsko. Leitner! Da ist er. Eiskalt. 3-2, Las Ligas Ladies wieder vorne. Und jetzt Augen auf beim Wechsel. Boah, kannst du nicht halten. Wieder Wechselfehler. Okay, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's nämlich komplett wild. Denn jetzt sind es 2 gegen 1. Ja, bist du denn irre? Oh. Und Mo Leitner. Das gibt's nicht. Es ist ein 1 gegen 1. Schickt Tim Hölscher den Wildcard-Spieler Limo holen. Und was macht der? Das gibt's ja nicht. Ein Held von den Käfigtigern. 4-2, aber das wird nicht reichen. Mo Leitner schnürt den Doppelpack. Nee, den Dreierpack. Dreier da schon, ne? Mo Leitner 6-2. Also diese Game-Changer-Minuten sprechen komplett für Las Ligas Ladies. Contento klärt auf der Linie. Sensationell, wir haben hier teilweise bei 2-1 Borderleague-Geschichte geschrieben. Der Torhüter von Las Ligas Ladies darf wieder rein. Contento, Diego Contento, Mo Leitner! 6-2, Mo Leitner. Der wenig Spielzeit aber bekommen hat, weil Ekici und Co. das Spiel komplett an sich reißen. Hier ist er wieder, Mehmet Ekici, ehemaliger Nürnberger, ehemaliger Bremer. Gibt eine Ecke, die ist wichtig, zweite Ecke für Las Ligas Ladies. Und das ist der nächste Treffer. Durch Pirk, den Streetballer, Julian Pirk, Assist für Moritz Leitner und Julian Pirk sticht zu. Oha, was ist das für eine Bude? Bilal mit Frust, gerade noch mit dem Foul und jetzt mit dem Knall. Ja, gib ihm einfach mal, hat Potenzial, Tor des Tages. Richtig, richtig schöner Apparat. Und dann gleich der nächste Freistoß. Faris Hatsch für die Käfigtiger. Letzte Minute vor der Galaxy Minute, beziehungsweise vor den Galaxy Minutes. Und wieder Bilal. Zweiter Freistoßtreffer durch diesen Typen. Joshua Sumbuno, sein voller Name. Zwei richtige Peitschen. Haut er den Las Ligas Ladies da um die Ohren.
am Ende des Tages wichtig. Dritte Ecke heißt nochmal Penalty. Und die nimmt sich natürlich Mo Leitner die Chance. Moritz Leitner gegen Jonetzko, der schon viel pariert hat, aber gegen die Genauigkeit von Moritz Leitner machtlos ist. 8:4. Die Käfigtiger kämpfen, aber verlieren am Ende gegen Las Ligas Ladies in einer interessanten letzten Partie des heutigen Abends. Das ist es dann nämlich gewesen.